Hey liebe Leute, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Wolfenstein Nummer 2. Ich musste da hinter mir ein bisschen lüften, was ich alles so hinter mir habe, weil ich habe mir da etwas Neues gekauft. Der alte Stuhl ist zusammengeklappt wie ein Camperstuhl. Jetzt habe ich mir einen neuen Stuhl geholt, den da, schön in weiß. Schön bequem zum Sitzen übrigens. Jedoch habe ich jetzt das Problem, dass der Greenscreen nicht mehr ganz so übereinstimmt mit dem Bild. Also ich kann das knicken, wenn ich auf dem neuen Stuhl sitzen will. Klarke. Ja, das war schön. Klar könnte ich den alten Stuhl hinten in der Ecke wieder nach vorne nehmen und so, und dann wäre alles wieder geritzt. Man würde etwa noch so viel hier von mir sehen, also sprich, so abgehackt. Und wenn ich den Greenscreen aufhänge, dann sieht man mich etwa bis hier. Bis da kommt der Greenscreen, also dann habe ich einen abgehackten Kopf. Will ich auch nicht, und weiter nach unten kann ich nicht. Ich würde ja gerne. Ich könnte nach hinten liegen, so ganz schön gemütlich, aber das bringt's auch nicht. So, auf den Punkt. Greenscreen ist ein neuer bestellt, von Elgato natürlich. Jawohl, und der alte steht neben mir. Ja, das verhunzte Papier hier. Momentchen. Und tschüss, den hier. So, somit, wenn man mich jetzt neuerdings sieht, jetzt liegt da die eine Hälfte am Boden, toll. Wenn man mich somit hier sieht, mit Facecam und so, dann muss ich sagen, leider mit meinem Hintergrund hier, das schöne Regal, Fallout-Thema auf der Seite, hier die Nuke-Bombe, Mini-Nuke, Vault, Lunchbox, Fallout-Püppchen, Pip-Boy, selber gebastelte Nuka-Cola-Flaschen hier. Ja, und dann noch die Verpackungsutensilien hier unterhalb von mir, von den Püppchen ober mir. Da. Genau, und dann hier oben drüber alles Mögliche. Ich rede schon wieder viel zu viel über mein Zeug. Toll. Männer, Frauen, Kinder, ihr schreit nicht mehr. Genau. Aber ich höre euch dennoch. Genau, wir sind in Anliegen an Ihnen. So, jetzt wollen wir natürlich das Spiel auch nicht weiter verzögern hier. Weiß nicht, ob ich... Und tschüss. Toll. Komme ich da hoch? Toll. Was habe ich gemacht? Ich schwimme. Ich komme hoffentlich auch wieder nach oben. Ja, ich komme nach oben. So. Wunderbar. Puh, Glück gehabt. Also es ist eine schöne Falle hier. Und ist auch für nix. Ist nur eine Falle, mehr nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Hier. Guck. Oh, da war auch noch was. Wieso leuchtet das, wenn man nach unten zielt? Okay. Toll. Zum Aufladen halten. Dann laden wir das Zeug mal auf hier. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die Cam hier lasse, weil ich sehe die Munition nicht. Ich sehe die Munition effektiv einfach nicht. Leider nicht. Ja. Plötzlich verschwindet dann die Kamera hier bei mir. Oh, guck mal eine an. Moment. Und weg war's. Weggerotztes Zeug. Huachi. Sehr schön. Na, dann wissen wir ja, was zu tun ist hier. Da rein. Kuckuck, ist jemand da? Da ist was. Was gefunden hier? Sollte mal was schmelzen, den Eingang verschaffen. Moment, okay. Geschmelzt. Oh, schon wieder? Mann, Scheiße oder was? Nicht Schweizer, Schweißer. Den hier nicht. Na gut, dann gehe ich nochmal das Teil aufladen hier, ganz kurz. Dann ist das auch gerade aufgeladen noch. Weil ich sehe ja nicht, wie viel Kilowatt ich noch habe. Deshalb wäre es vielleicht besser, die Kamera nach links zu verschieben. Links oder oben. Tja. C'est la vie, salami. So, dann gehen wir weiter. Hier. Da ist auch noch was. Limit erreicht.
Ja, dann braucht mir doch der Storch. Man hat ein neu... Hey, gehen Sie durch die ausgebombte Stadt zum State Building. Je schneller, desto besser. Fergus Ende. Alles klar. Die ausgebombte Stadt. Die ist aber definitiv ausgebombt hier. US, nee, MS, Sanna. Erreiche das State Building. Okay, habe ich hier eine Karte? Moment. Nö, natürlich nicht. Oh, das ist der Kirchenturm. Moment, das Teil hier. Das ist das State Building. Sehr schön zu wissen. Sehr schön. Dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich hin muss. Schnell gucken hier. Komm, mach mal hier. Genau, gut. Aufnahme läuft. Sehr schön. Wow. Bild muss natürlich auch wieder über... Was war das? Ah, Limit erreicht. Kämpferhelme. Hafenstadt. Flugzeugchen. Veterangelegenheit, das New York. Oh, guck mal, einen schönen Panzer. Oh, verdammt. Okay. Da müssen wir also wieder leise sein, ne? 60 Meter und 80 Meter. 60 Meter nach da drüben. Komm, 50 Meter sind nicht so lang. Den sollte man sehen von hier. Die stehen fast beinahe. Komm schon, 50 Meter ist doch niemals so weit. Das ist mal im Ernst hier. Nochmal 10 Meter gut gemacht hier und ich sehe immer noch nichts. Da, oh Gott. Ich sehe einen. Oh Gott. Tu mir nichts. Schön in den Fuß geschlagen. Natürlich ist er tot. Kann ich das Beil auch wieder retten? Ja, natürlich. Geil. Der Beil ist im Bein. Okay, die sind da oben, definitiv. Dann gehe ich mal gucken, ob ich vielleicht da hinten hochkomme. Da vorne. Alles klar, toll. Der läuft einfach friedlich davon, der kleine Pupsbäckchen. Und die anderen, die zwei, laufen die auch davon oder nicht? Ne, die laufen nicht. Selbst schuld, das blinde Hühnchen. Oh Gott. Habe ich jetzt noch Beile? Toll. Toll. Oh Gott. Das war ja schön. Selbst ins Bein geschossen hier. Mann, das doofe Beil.
Oh Gott. Na gut, dann müssen wir jetzt ganz schnell handeln. Wo ist denn der Kommandant hier? Kommandant wegmachen hier. Komm. Der verschanzt sich doch sicher irgendwo oben. Mann. Oh Gott, da war noch einer. Mhm. Oh Gott, da oben. Der Kommandant, ich sehe ihn. Ist er tot? So, schön Bein weg hier. Amputieren. Mir geht's noch gut. So. El Comandante, wo sind Sie denn? Nicht wirklich. Mach das nicht. Da werden nur viele drauf gehen. Nur sehr viele. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn das für eine Waffe hier? Oh Gott, ich kann ja nicht schießen hier. So, wo ist denn der Gegner? Komm schon. Wo ist er denn? 20 Meter. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Na los, seid nicht so gemein. Ich will doch nur ein bisschen spielen hier. Was haben wir denn hier Schönes? Concept Art. Mich hätte ja mal Wunder genommen, wie das aussieht, wenn... Ja. Der hat sich wieder nach unten verzogen, wa? Oder nicht? Doch, doch, natürlich. Der Kleine hier, komm. Du bekommst den Kill hier. Der, genau. Du bekommst den Kill des Jahres hier. Schön. Schön weggeputzt. So, ein bisschen Heilung hier. Dann gehen wir noch schnell eine Loot-Tour machen. Ich will ja wieder die alte Knarre wieder haben. So, schön aufladen hier. So ist brav. Mit der schönen Rüstung tanken. Wieso laufen die eigentlich alle im Ding rum? Komm ich da? Komm ich da? Ja, ich komm. Cool. Ich bin Seiltänzer hier. Seilkämpfer wollte ich schon fast sagen. Okay. Dann hier. 3, 2, Risiko. Hopp. Und weg. Alles klar. Am Anfang gar nicht mehr laufen gekonnt und jetzt springe ich rum wie ein kleines Karnickel. Okay, da geht's noch weiter nach oben. Guck mal. Ist gut. Okay. Das Teil hier, leise, Self-Kill und so, nee, never. Das wäre 100 Pro nicht gut gegangen. Glaube ich zumindest. Ich hätte auch nicht gewusst, wie. Der Ansatz war auch schon falsch. Ja gut, der Ansatz war eigentlich nicht falsch. Hätte klappen können. Wenn das doofe Beil nicht direkt über meinen Kopf eingeschlagen hätte, in der Stange, dann hätte das schon geklappt. Ich hätte ja 3 gehabt. Habe ich hier noch 3? Schnell testen. 1... 2. 2. Okay, 1 habe ich verloren unten. Downstairs. Wo war das denn? Okay. Das war, glaube ich, hier unten, ne? Ja, genau. Komm ich da? Hallo? Ich habe mich eingekesselt. Ich würde gerne zurück. Hallo? Muss ich mich zuerst freischießen hier, oder was? Nee, nee, das darf ich jetzt. Okay, Aufnahme wird neu gestartet. Alles klar. Dann. So, und da bin ich auch schon wieder. Seid gegrüßt, liebe Leute.
Zum Glück hat es ja einen automatischen Speicherpunkt gestellt. Jetzt müssen wir noch den unteren Typen da ein bisschen schlachten gehen. Wieder schön mit Schlachtermanier. Es war jetzt nicht so gewollt. Ich wollte eigentlich über die Stange laufen, über die Brücke und dann ja so. Naja. Hat ja gut geklappt, wie man gesehen hat. Aber jetzt läuft's wieder. Da hier war der Übeltäter. Genau. Toll, jetzt habe ich wieder die fette Knarre hier. Finde ich auch cool. Der Typ, der sich unten verschanzt hat, den gehen wir ja gleich holen. Oh Gott. Was? Hier, komm. Stealth Kill des Jahres. Wenn es nur Stealth gewesen wäre. Leider nicht. Kommt man da hoch? Da kommt man hoch. Guck mal einer an. Okay, zum Lesen halten. Noch was Verstecktes gefunden, sogar durch das Ganze. Cool. Henrys Postkarte, 11. Dezember 1948. Gute Neuigkeiten, Schatz. Das Ratskomitee der Stadt New York hat endlich unserem Listenpreis für Glühbirnen zugestimmt. Sie haben uns ziemlich beschimpft, weil es keinen Preisnachlass gibt. Aber hey, jeder muss in seinen Lebensunterhalt bestreiten, egal ob Krieg ist oder nicht. Heute Morgen hat mich ein widerlicher Typ angerempelt, sodass ich meinen Kaffee über meinen neuen Anzug verschüttet habe. Ich musste ihn in die Trockenreinigung bringen und deshalb ein paar Minuten meiner Besprechung auf nächsten Montag verschieben. Ich nehme dann den Zug die Woche drauf. Aber keine Bange, Schatz. Ich glaube, dass ich bis Weihnachten zu Hause sein werde. Du weißt doch, wie sehr ich mich darauf freue, das besondere Geschenk zu öffnen, das du für mich hast. Lieber Henry. Ein Hoch auf die Stromausfälle. Unsere Glühbirnen werden noch länger überdauern. Auf der Postkarte befindet sich keine Briefmarke. Oh, warum nicht? Okay, dann hat er den Brief also noch gar nicht abgeschickt. Irgendwo die Leute, die wir jetzt vorhin umgebracht haben, irgendwas, irgendwer war Henry. Ja, armer Henry, könnte man so sagen. Könnte man, muss man aber nicht. Ich schon gar nicht. Ich habe ihn ja umgelegt. Umgelegt. Genau, ich habe ihn umgelegt. So, dann gehen wir mal auf die Suche, dass die dritte Axt, war ja vorhin das Thema, wo ist denn die hingerutscht? Wo ist denn die dritte Axt hingerutscht? Okay, Limit erreicht, hier, schön Batterien. Schön still hier. Aber eine Karte habe ich immer noch nicht, wa? Doch, jetzt habe ich eine Karte, alles klar, cool. Von da hinten sind wir gekommen. Was sind die ganzen Lupen hier? Legende. Wichtiger Ort. Die Lupen. Okay. Da laufen wir weg wie ein Kleinkind. Ah, wichtiger Ort. Fangen wir nochmal von vorne am besten hier. Lupen. Da vorne. Treppe runter. Rechts. Irgendwo hier sollte der wichtige Ort sein, wa? Da ist ein wichtiger Ort. Da, Moment. Da. Karte. Sieh die an. Wegen der Karte und so. Nee, ihr wisst ja Bescheid. Munitionsdepot. Gut, wichtiger Ort, wenn man munitionslos ist. Und dann hier. Genau, ich gehe direkt drauf zu. Wichtiger Ort. Ich sollte jetzt eigentlich direkt auf dem wichtigen Ort sein. Jetzt? Nee. Wo ist denn der wichtige Ort? Er rückt näher. Jetzt. Das hier ist der wichtige Ort. Was macht denn so besonders, der Ort hier? Ist da was? Was? Gold. Ich hab Gold. Gold. Okay. Waffenvorteile, Missionen, Extras. Gold. Oh, Manhattan. Hier. Gold ist das. Mich im Rollstuhl zu sehen ist Gold. Toll. Na gut, dann schauen wir weiter. Am Anfang hier war auch noch was. Dann gehen wir schnell zurück. Repeaten wir. Ganz kurz. Wo war das genau? Wahrscheinlich im Book. Komm, schneller. Oh Gott, toll.
Das ging ja total daneben. Hier? In die Richtung hier. Oh, guck mal einer an. Zum Lesen halten. Okay. Marcy's Brief. Liebe Caroline, vielen Dank für die Geschenke. Mir war gar nicht bewusst, dass Weihnachten vor der Tür steht. Ja, wir haben schon Dezember, wir haben den 7.12. Genau. Dieses Jahr nur Kriegsanleihen. Ich hätte wissen sollen, dass meine kleine Schwester einen Weg finden würde, so wie sie es immer tut. Der Schal, der du aus meinem alten Pullover gestrickt hast, ist wirklich niedlich. Ich wollte ihn Lieutenant Stevens geben, einem Patienten von mir, bei der Schlacht um den Fluss North beide Beine verloren hat. So übel. Aber wegen eines Selbstmordversuchs hielt mich der Captain davon ab. Möge der Herr sich ihre Seele erbarmen. Aber ich bin nicht so herzlos, als dass ich jenen einen Vorwurf machen könnte, die allem ein Ende machen wollen. Vor allem nicht, wenn ich nachts wach liege und ihre qualvollen Schreie mit anhöre. Qualfrolle. Alles klar. Und nachdem zwei Versorgungsschiffe von den Germanen torpediert worden sind, ist uns das Epinephrin ausgegangen. Das Epinephrin sagt mir etwas. Du fehlst mir, liebe Schwester. Wenn alles vorbei ist, werde ich dich dann im Obstgarten in der Nähe des alten Hauses wiedersehen. Alles Liebe an dich, Mutter und Robert. Marcy. Alles klar. Das war das lesbare, wichtige Ding, ne? Genau, das war das Wichtige. Das Wichtige. Das hat immer noch was Wichtiges hier in der Nähe. Heilige Mutter. Ist aber nicht hier in der Nähe, sondern... Oh, falsche Abzweigung hier, fast genommen. Sollte dann eher da oben sein, wa? Nee. Sehen wir da draußen. Na gut. Jumping in the air. So, fast da. Da. Gold. Gold. Oh, Carol. Mann. Okay. Ja, es war traurig. Ich bin sentimental. Sehr sentimental. So, was wichtig ist noch? Da gibt es noch ganz viel. Na gut. Komm, hoch mit dir. Hoch, halt. Hoch mit dir. Schneller. Captain, schneller. Hallo? Hast du dich wieder verfangen? Nee, doch nicht. Alles klar, wir sind wieder oben. Wir sind wieder an der Küste, können wir so sagen. Auf dem Steg. Als alles begann. Hier oben gibt es sicher auch noch... Oh, was haben wir denn da? Okay. Da drüben gibt's was. Genau. Was ist denn das für ein Ding da? Also, wir sind schon neben durch. Das Ding da ist hier. Das sollte hier sein. Irgendwo? Nee. Genau vor der Fresse. Genau hier. Ja, das könnte das der Alarmknopf sein. Hilfe, wir brauchen Verstärkung und bla 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 und hier und da. Wa? Und jetzt nicht mehr. Schön. Hier oben gibt es sonst nichts mehr, dann müssen wir wieder in die Hütte rein. Ne, Moment. Wieder das Rohr. Ich will nicht wieder aufs Rohr. Auch wenn das Spiel sagt, das gibt einen Durchgang. Vorhin musste ich das Spiel neu starten. Also laden, besser gesagt. Neu starten war ja sinnlos. So, dann hier. Gibt's gerade was hier in der Ecke? Hier zum Lesen halten. Hui. Okay, Lesebrief holt unsere Truppen nach Hause. Wir müssen alle Kriegseinsätze in Übersee beenden und eine Art Friedensabkommen mit dem Regime schließen. Die pessimistische Sicht der amerikanischen Bevölkerung auf diesen Krieg lässt sich nicht leugnen und muss von unseren Anführern anerkannt werden. Sie sollten sich dafür einsetzen, unsere Jungs wieder zurück in die Küsten Amerikas zu holen. Lasst uns aufhören, vor einem Sieg zu träumen und stattdessen darauf blicken, wie viele Tote ein Sieg kosten würde
und wie viele der Krieg bereits gefordert hat. Diese Kriegsanstrengungen sind es nicht wert. Lasst uns den Krieg beenden, solange es noch geht. Holt unsere Truppen nach Hause. Stanley Hopkins. Ja. Ja. Wahre Worte, Mr. Hopkins. Wahre Worte. Leider, leider sind diese wahren Worte in Wirklichkeit nichts wert. Ich habe draußen immer noch was übersehen. Ah, so weit waren wir noch gar nicht. Stimmt. Gut, dann gehen wir noch da hoch. Da gibt's, im Häuschen gibt es sonst nichts mehr, was wichtig sein würde. Oh, außer Panzerung natürlich. Panzerung ist immer gut. Jetzt. Okay, es gibt noch ein paar Sachen hier zum Machen. Hier hinten der Wand gibt es auch wieder Alarmknopf. Ich glaube hier. Nö, scheiße geglaubt. Was ist denn der? Doch, sollte der sein. Wir sollten es genau vor uns sehen. Es leuchtet mir nicht ein. Vielleicht weiter oben. Könnte natürlich auch möglich sein. Dann hätte ich mal gesagt, klettern wir hier raus. Oh, vorsichtig. Auf die Feuertreppe, hier hoch. Was haben wir denn da? Verbesserungskit. Boah, da komme ich gleich ins Stottern hier. Cool. Aber jetzt noch nicht, bitte. Schnell auf den Reiter. Dann sollte es ja hier sein, wa? Ne, sieht man gar nichts. Alles klar. Alles klar, Captain Kommissar. Hier muss man auf jeden Fall gut auf den Boden schauen. In dem Spiel hier. Es gibt überall kleine versteckte Gimmicks. Wie zum Beispiel die Panzerung hier. Schön in der Ecke versteckt. Erst bei genauem Hinsehen kann man ihn sehen. Haha. Da geht's noch weiter. Oh Gott. Limit reicht, Limit reicht. Alles Limit reicht. Toll. Okay, es scheint weiterzugehen. Die Frage ist, was war das Ding? Eine Art Drohne. Ich sehe nur nichts. Okay. Hier können wir ja anscheinend nicht weiter. Drohne ist auch weg, von daher komm. Irgendwo fliegt die Drohne rum. Ich höre sie. Gold gefunden. Oh, ein Soldat. Da unten ist sie, die Drohne. Die kleine, kleine Drohne. Genau dort. Ist sie jetzt weggeflogen? Ernsthaft? Klar. Na logo. Sitzt sie 10 Minuten da, bis ich mich mal nach unten traue und dann ist sie wieder weg. War ja klar. Sowas von abzusehen hier. Vielleicht haben wir freies Schussfeld. Der Kommandant, wo bist du? El Capitano. Ich höre die Drohne hinter mir. Nee, den kriege ich nicht ins Visier. Schade. Sehr schade.
Drohnerei? Drohnerei? Haut sie wieder ab. Haut sie wieder ab, die Drohne. Könnt ihr jetzt drauf ballern? Das Problem ist, die Soldaten werden das hören. Und dann war es mit Stealth vorbei. So wie vorhin auch. Dann muss es schnell gehen, sonst habe ich innerhalb von Kürze viele Soldaten auf meinen Füßen. Und auf das habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Schnell, 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 schnell. Duck dich doch mehr. Herrgott, zeig dich doch nicht so. Skynet! Skynet kommt! Oh mein Gott! Ja, das war's. Das war's, das war's. Toll. Tolle Drohne. Tolle Drohne. Fick dich. Scheiß Drohne. Ach, komm. Komm, komm rein. Komm rein, wenn du dich traust. Ich flieg. So. Alter, schade, 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 so schade. Echt schade, da kann man sich wieder durch die Prärie ballern hier, wie im Wilden Westen. So. Wenigstens wissen wir dabei, dass hinter uns nichts ist. Ja, und dass wir die Fassaden auch nicht wegballern können. Sag dich, da ist hinter uns nichts. Schieß dir den kleinen Zeh weg. Ja, Mann. Oh Gott. Der kleine Zeh ist wegamputiert. Der da, der lebt nicht mehr, ne? Ne, der lebt nicht. Wo ist denn der Gegner? Hier. Oh Gott, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. So, weg war sie. Okay, toll. Wir müssen uns den Kommandanten holen. Hier. Hier, komm. Nee, nee, Trupp ist nicht unterwegs. Sehr schlecht. Wenn Trupp unterwegs ist, heißt das, ich habe bald keine Ruhe hier. Ach Mann, leck mich doch. Wo ist denn das Ding? Oh Gott, und tschüss. Bin gleich tot, ich sehe es. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Alter, was? Hey. Stirbst du jetzt? Stirb jetzt. Nein, benötigst du nicht. Du benötigst eine Kugel in den Kopf. Das benötigst du in Wirklichkeit nur. Oder du brauchst ein bisschen Liebe. Aber das will ich dir nicht geben. Hier. Wo ist denn der Capitano? Komm. Der muss doch irgendwo sein. Da gehen wir weg. Da gehen wir... da oben habe ich was gesehen. So. Da können wir leider nicht durch, wa? Nettis. Da ist leider verschlossen. Wir müssen nachher wieder auf Loot Gear gehen hier. Schön. Was haben wir denn da? Starkarte. Lecker. Du kannst deine Position wechseln, so viel du willst. Herr Kommandant, das wird dir nichts bringen. Beil, Beil, da.
dann muss man sehr schnell auf Icons schauen hier. Der muss in die Richtung sein hier. Ach, dann sammeln wir hier halt ein bisschen was ein, komm, macht nix. Was haben wir denn da? Concept Arts wieder. Nice, gefällt mir. Wo geht's denn hier weiter? Herr Kommandante, kommen Sie raus. Dann werden Sie vielleicht verschont. Nope. Schade. Wo ist denn der Typ? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Also so gehen wir auf jeden Fall weg. Wir müssen aber näher hin. Wo ist der Typ hin? Oh Gott. Kleinen Moment. Ganz schnell gucken hier. Alles klar. Oh Gott. Das geht nach runter hier. Na dann ist der Fall ja klar. Sollte der Fall eigentlich klar sein, wo der Typ ist? Wir sind ihm auf jeden Fall schon sehr nah. Die Frage ist, wo der Typ hin ist. Sitzt er da oben? Da ist er. Hey, guck mal runter. Der Kommandant hat mich gefunden. Haha. Aber ich habe ihn dann erschossen. So, schön. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe hier. Finde ich auch cool. Mann. Das war wieder ein Schuss in den Ofen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich kann das einfach nicht. So ein bisschen Stealth sein, unsichtbar sein wie ein Schatten. Das geht mir gar nicht. Es gibt anderes, was mir liegt, aber das nicht. So, hier wieder schön. Moment. Der Enigma-Code, genau. Also der war ja weiter oben. In die Richtung hier. Dann müsste es doch hier einen Durchgang geben, jetzt ohne Kohl. Wo ist denn der? Wo ist denn der Durchgang hier? Ich komme da nicht durch. Kann ich das Bücherregal hier wegschießen? Wo ist meine geile Flinte? Keine Ahnung. Schade. Ah, da. Moment. Nein. Zu weit. Natürlich zu weit. Wieso auch nicht? Ne, wieso auch nicht? Na gut, klettern wir wieder hoch. Ich habe ihn gerade gesehen, den Captain hier. Da. Da unten hat er sich aufgetrieben. Alles klar. Den Enigma-Code ist auch mein. Natürlich. Moment, was war das? Was war das? Heilung? Ah, schön. Schade, sinkt die Heilung immer wieder auf 60, glaube ich, was, ne? Kriegsanstrengungen auf der Kippe. Seitdem das Weiße Haus die Veröffentlichung der Zahl der Gefallenen auf den Kriegsschauplätzen in Europa eingestellt hat, berichten Quellen, dass sich die Kriegsanstrengungen weitaus ungünstiger entwickeln, als Washington zugeben möchte. Wie immer natürlich, ne? Als wir um Stellungnahme baten, blieb die Regierung besorgniserregend stumm. Berichten aus Europa, Afrika und Asien zufolge verfügt der Feind über einen enormen technologischen Vorteil, sodass die... Ah, wie oft habt ihr jetzt das gehört? Toll. Vergessen lautlos zu stellen, das Handy. Toll, Dankeschön, Handy. Washington zugeben möchte. Als wir um Stellungnahme baten, blieb die Regierung stumm, genau. Das hatten wir schon. Technologischen Vorteil, sodass die US-Truppen deutlich unterlegen sind. Eine der Quellen... Aus dem Pentagon nach sei der Krieg nicht zu gewinnen und der Präsident erwägt entweder die Truppenstärke zu verdoppeln oder sich zurückzuziehen, da der Konflikt mittlerweile die gesamte Welt erfasst hat. Stellt sich die Frage, als ob es nicht schon zu spät für einen Rückzug ist. Ja.
Schon so viele Tote, ja, sollte man besser draufhauen. Vielleicht. Ja, gut. Na dann. Die Kommandanten sind erledigt, wir haben unsere Ruhe und Speicherpunkt ist auch gerade da. Schön. Dann würde ich sagen, Leute, man sieht sich wieder ein bisschen öfters hoffentlich. Ich nehme gleich die zweite, dritte Folge auch noch auf und dann ab zum nächsten Spiel hier. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis morgen, wie immer, ne? Tschüssikowski und ciao.